Guten Tag, mein Name ist Roman Krenning und ich möchte Ihnen heute unser Opcom Portable Oil Lab vorstellen, unseren Ölzustandskoffer. Das Gerät verfügt über einen internen Akku, der mit 24 Volt geladen wird. Das beiliegende Netzteil ist dafür zuständig. Durch den leistungsstarken Akku kann das Gerät auch lange Zeit ohne Netzteil betrieben werden, was ich hier gerne demonstrieren will. Nach dem Einschalten des Gerätes wird die Interelektronik und der Drucker hochgefahren. Auf der rechten Seite sehe ich die hydraulischen Anschlüsse. Beginnend mit dem Pumpenanschluss. Mit der internen Pumpe lassen sich Probenmessungen aus einem Tank oder einem Reservoir ansaugen. Über den Hochdruckanschluss kann direkt an einer Druckleitung bis zu 320 Bar gemessen werden. Die Rücklaufleitung kann bis zu einem Gegendruck von 10 Bar anarbeiten und sorgt dafür, dass das Öl zur Messstelle zurückgeführt wird. Über die Eingabetaste möchte ich die Messung starten. Nach einmaligem Drücken sehe ich ein Auswahlmenü, in dem beginnend oben ein Automatikmodus zu aktivieren ist oder nicht. Der Automatikmodus wiederholt die Messung repetitiv mit eingestellten Werten. Beginnen möchte ich mit einer singulären Messung, und zwar einer Pumpenmessung, um das System zu demonstrieren. Nach Aktivierung der Pumpenmessung sehe ich den Fortschritt dieser Messung und kann auch erkennen an dem Fluss des Öls, dass die interne Pumpe die Probe ansaugt, um sie der Messzelle zuzuführen. Nach dem Abschluss der Messung sind die Messwerte hier oben zu sehen. In der Zwischenzeit ist erkennbar an der rechten Seite an den Piktogrammen, dass das untere Piktogramm anzeigt, dass eine Pumpenmessung aktiv ist. Das M darüber steht für manuellen Betrieb. An der oberen rechten Seite sehe ich den aktuellen Ladezustand der internen Batterie, welche voll geladen ist. Nach dem Abschluss der Messung bekomme ich die ersten Messwerte angezeigt. Nun wollen wir keine einzelne Messung ausführen, sondern wollen gerne eine automatische Messung starten. Um dies zu tun, überprüfen wir die Messeinstellungen für die Partikelmessung, sehen, dass eine Spülzeit von 10 Sekunden eingestellt ist, eine Messzeit von 30 Sekunden und eine Pausenzeit von 10 Sekunden. Möchte man diese anpassen, kann man das durch die Auswahl und durch die Veränderung des entsprechenden Messwertes bzw. Zeitwertes bewerkstelligen. Über die Zurücktaste kann ich immer einen Menüpunkt zurückkommen und komme somit nach mehrmaligem Drücken auch wieder an den Anfang. Die Eingabetaste wiederum, Aktivieren des Automatikmoduses und ein Starten der Pumpenmessung führt dazu, dass die Pumpenmessung mit den nun eingestellten Werten für Spülzeit, Messzeit und Pausenzeit repetitiv durchgeführt wird. Dies ist besonders vom Vorteil, wenn man einen Messpunkt oder eine Applikation über längere Zeit überprüfen will, um die Veränderung des Ölzustands in dem System zu überwachen. Ich sehe wiederum den Fortschritt der einzelnen Messung und kann nach Abschluss der Messung mir die Messwerte sowohl anzeigen als auch ausdrucken lassen. Im Gegensatz zu der vorherigen manuellen Messung lässt sich an dem A im Display erkennen, dass wir uns nun im Automatikmodus befinden. Wir wollen nun eine Messung abwarten, bevor ich Ihnen den Ausdruck des aktuellen letzten Datensatzes simulieren werde. Nach Beendigung der Messung folgt nun eine 10-sekündige Pausenzeit, die wir vorher eingestellt haben. Nach dieser liegt der letzte Datensatz bzw. Messwert vor, welchen wir nun durch Drücken der Taste rechts und das darauf folgende Kurzwahlmenü ausdrucken wollen. Ich bestätige die Option Drucken kurz und Sie sehen, dass direkt ein Ausdruck der letzten Messdaten erfolgt. Auf dem Ausdruck sehen Sie sowohl die Zeit als auch der Punkt, an dem gemessen wurde. Es lassen sich weitere Informationen zu dem Messpunkt und dem Öl eingeben. Dies erfolgt über das Menü unter den Messeinstellungen und hier kann unter dem Menüpunkt Messinformationen verschiedene Informationen zu der Messstelle und dem Öl eingegeben werden. In unserem Fall aktuell der Demo
das wir hier präsentieren, haben wir ein Shell Aerofluid. Durch abermaliges Betätigen der Zurücktaste kommen wir wieder in den Startbildschirm. Nach Abschluss der nächsten Messung möchte ich noch zusätzlich demonstrieren, wie eine Messung an einem Hochdruckpunkt durchgeführt werden kann. Dazu verbinde ich das Gerät mit der Druckleitung. Hierzu öffne ich die Abschlusskappe des Minimessanschlusses und verbinde diese mit einer Hochdruckleitung. Diese Druckleitung, die Sie sehen, ist aktuell noch nicht auf der Druckseite unter Druck. Sie sehen an dem Fortschrittsbalken, dass die letzte Messung gerade abgeschlossen wurde. Die Pausenzeit ist abgelaufen. Eine nächste Messung wird begonnen. Diese Messung kann ich stoppen, indem ich die Zurücktaste drücke und somit bleibt der letzte Messwert bestehen. Nun möchte ich nicht über die Pumpe die nächste Probe messen, sondern an der Hochdruckleitung. Damit schließe ich auf der Druckseite der Druckleitung den Kreislauf an den hydraulischen Messpunkt an. Sobald dies geschehen ist, wird der Ölfluss automatisch durch die Messleitung an den hydraulischen Hochdruckpunkt versorgt. Durch ein weiteres Bestätigen der Eingabetaste und eine Auswahl nicht der Pumpenmessung, sondern der Hochdruckmessung, wird die Messung direkt über die Versorgung an den Hochdruckpunkt gespeist. Die Messdaten werden nun von der Ölprobe genommen, die an dem Hochdruckpunkt abgezweigt wird. Sie erkennen dies auch an der Markierung P, welche angibt, dass man hier an P wie Pressure misst, im Gegensatz zu der vorherigen Pumpenmessung. Die Spülzeit, Messzeit und Pausenzeit entspricht analog. Nach dem Abschluss der Messung werden wir die Werte nochmals ausdrucken um den Unterschied zu simulieren. Dies geschieht wiederum über das Kurzwahlmenü. Nach dem Drücken des Kurzwahlmenüs drucken wir diesmal alles aus. Der Unterschied zwischen kurz und allem werde ich gleich nochmal demonstrieren. Unter Kurz werden nur bestimmte selektierte Messwerte angedruckt, welche sich durch das Auswahlmenü einstellen lassen. Drücke ich Alles, werden alle intern aufgefassten und abgespeicherten Messwerte angedruckt. Hinweisen möchte ich kurz auf die Messung des Drucks, welche im Gegensatz zu der vorherigen Messung mit der internen Pumpe den Druck der Messstelle wiedergibt. Zur Anzeige der Messdaten ist nicht nur der Drucker, sondern auch der interne Speicher geeignet. Hier kann ich mir den letzten gespeicherten Messwert wiedergeben, sowohl mit den Informationen zu der Messstelle, in unserem Fall Demo, dem Öl oder einem Infotext, den ich zusätzlich angeben kann. Weiterhin sehe ich alle Messwerte, die von den internen Sensoren aus der Ölprobe aufgenommen wurden. Hier aktuell im Bild der ISO-Wert nach 4406. Die gespeicherten Daten lassen sich sowohl über einen USB-Anschluss wie eine SD-Karte auslesen und auf einem Computer weiterverarbeiten. Das Gerät kommt mit allem Zubehör kompakt geliefert und ist, wie gerade eben demonstriert, einfach einsetzbar. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Argo-Hythos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben viel Freude mit unserem Produkt.